Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reisebericht-Kolumnen in The French Dispatch. Einen wöchentlichen Tatsachenbericht zu den Themen Weltpolitik, Kunst, hohe und niedere und breit gefächerte Alltagsgeschichten. Ist das nicht ein bisschen zu halbseiden diesmal? Finde ich nicht. Für anständige Leute? Das sollte charmant sein. Er stellte aus den besten Exiljournalisten seiner Zeit ein Team zusammen. Berenson, Sazerac, Cremens, Roebuck Wright. Das waren seine Leute. Lassen Sie sich so wirken, als hätten Sie es bewusst so geschrieben. Thema des heutigen Vortragsabends, Mr. Moses Rosenthaler. Gewiss die lauteste künstlerische Stimme seiner rauflustigen Generation. Simon Nackzellen, Block J, Hobbyraum. Ich will es kaufen. Ist nicht zu verkaufen. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es. Kurzum, das Bild war eine Sensation. Das waren die Kinder. Sie zerstörten 1000 Jahre republikanische Autorität in weniger als 2 Wochen. Was sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt, Mrs. Cremens. Das sehe ich. Hypnon Escoffier, ein großartiger Vertreter der Kochkunstrichtung Polizeikochen. Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt. Hallo. Halt die Klappe. Die Druckvorstufe sagt, 1 Stunde bis zum Druck. Du bist gefeuert. Wirklich? In meinem Büro wird nicht geweint. The French Dispatch,